herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof hier auf der Walchen 2K19. So, hier ist es Fass vom komischen alten Mann. Stimmt, den wollte ich gerade mal anrufen. Warte mal. Hopp. Kann ich Ikram eigentlich inzwischen mal striegeln? Nee. Willi striegeln? Na, die heißen ja auch noch falsch. Naja, egal. Okay. ich rufe den mal gerade an wegen seinem Wasserfass, weil das muss er abholen. Irgendwie hat mein Steier nicht die richtigen Anschlüsse hier hinten. Da fehlt wohl was. Ja, ist halt nur alte Technik. A, B, 2, B. Keine Ahnung, was da los ist. Und dann, ja, gucken wir mal. Hallo? 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 Ah, Herr Van Burgen, hallo. Ja. Sie müssten mal Ihren Anhänger abholen, der ist irgendwie bei mir kaputt. Oh, ja, ja. Also Ihr Wasserfass, wissen Sie? Wasserfass? Ja, das irgendwie hat mein Steier hier nur komische Anschlüsse. A, B, 3, B, 2, B, 2, A, 3, A, 3, B. Keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja. Aber ich habe mir ja sowieso letzte Woche ein eigenes Fass gekauft. Der ist ein bisschen älter, vielleicht passt das daran. Oh, dann komm ich das gleich holen. Jupp. Ich bin auch gerade mein Feld fertig an. Okay, gut. Ja? Lol, hat er einfach aufgelegt. Ne, wie ging denn das jetzt hier nochmal? Nee, so nicht. Ah, so. Gut. Dann fahre ich nämlich mal zum Händler und hol meine Sachen ab. Eieiei, wie das immer hier ruckelt. Und ich habe eine Nachricht gekriegt, dass da hinten irgendwo, dass ich da Wasser abzapfen kann. Ich hole mal gerade das Wasserfass und dann probieren wir das aus. Weil das wäre ja von Vorteil, wenn wir das so machen könnten. So. Steier ist natürlich ziemlich laut, habe ich festgestellt. Aber so ist es halt bei alten Fahrzeugen. Und ich bin mir jetzt nicht entgegengebrettet. Da ist die Dämmung noch nicht so gut gewesen bei dem Steier hier. Oh, und die Bremsen auch nicht, ey. Na, jetzt zuckelt er hier rum. Ich glaube, hier muss man schon abbiegen. Doofe Vögel hier. So, ich hoffe mal, dass ich den Anhänger dran kriege. Das ist nämlich den ich mir gekauft habe. So. Ups, also. Ah ja. Okay. Das funktioniert schon mal. Warte mal, kann ich da hinten vielleicht noch. Ach, steht zu viel Zeug rum. Kann ich mir da. Könnte ich vielleicht sogar das Fass noch dranhängen? Gucken wir mal. So, der Händler hat mir nämlich Bescheid gegeben, dass das hier steht.
müsste eigentlich passen. Nee, passt gar nicht. Ey, Mann. Oh, da kommt er. Ha! Das passt. Hallo! Hallo! Ja? Hallo? Hi. Ich bin gleich weg, Herr van Burgen. Einen Moment. Hallo. Ich komme hier raus. So. Tschüss. Ja, warte mal, ich sollte mal die Tür wieder zumachen. Perfekt. Aber mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wofür ich mir jetzt eigentlich. Warum habe ich mir. Ach, für das Holz. Für das Holz habe ich mir den Anhänger gekauft. Stimmt ja. Da wollte ich ja ein bisschen Holz machen im Wald. Gucken, ob ich das loskriege als Brennholz irgendwie. Sollte das ja möglich sein. Ich werde auch demnächst eine Firma beauftragen, die mir mein Haus ein bisschen. Die mir mein Haus ein bisschen umbaut. So, hier hieß es, dass ich Wasser krieg. Ja, noch ein bisschen vor. Vielleicht muss ich da noch ein Stückchen vor. Da muss ich sogar Schläuche dran machen. Ah, ne, hier. So, dann nur mal ein bisschen Wasser. Ah, 40 Euro, ist okay. Na, warte, ich wende hier kurz auf der Wiese. Sollte ja drin sein. So, und dann habe ich nämlich noch mit so einem anderen gesprochen. Sasa. Und der hat mir gesagt, ich kann mir von ihm die Mähtechnik ausleihen. Und hier Heu machen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie das geht, aber. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Ich muss dann nochmal auf der Karte gucken. So, auf jeden Fall brauchen wir den Wasserplatz hier eigentlich gar nicht mehr. Dann könnte ich da doch eigentlich. Haben wir eine Halle? Hat der Händler eine Halle? Oder irgendwas? Ja, nur so teures Zeug, ey. Doch, hier 9000, aber die kann ich mir trotzdem nicht leisten. So. Gut. Hoffentlich hat er das Wasserfass oben schon weggeholt. Sonst steht es mir nämlich ein bisschen im Weg. Ja.
warte mal, ich guck mal. Muss er sich quälen, unser kleiner Steier. Oh nee, ey. Wie wird es erst, wenn ich mit dem anderen Anhänger hier hochfahren will? So, ich guck mal gerade, ob ich auf der Weite hier oben vielleicht das Wasser irgendwo reinkriege. Hier nicht. Ich habe halt keine Ahnung von sowas. Ist halt der Nachteil, wenn man aus der Stadt ist, ey, dann kennt man sich auf dem Land überhaupt nicht aus. Vor allem steht jetzt das Teil hier im Weg. Hey, warum war denn jetzt gerade die Lenkung blockiert, ey? Ich muss den Hampelmann nochmal anrufen. Hallo? Ja, hallo, Herr Van Bergen, Van Burgen. Jo. Was ist mit Ihrem Wasserfass jetzt? Ja, da komme ich jetzt holen. Ja, das wäre fein. Das blockiert nämlich meine Zufahrt zur Weite. Echt? Nee, unecht. Was? Gut, bis gleich. Jo. Rückwärts reinbuxieren, ey. Ich weiß halt auch nicht, ob ich hier überhaupt Schläuche brauche oder so. Billy, geh mal weg. Ich hab da halt... Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Billy, geh weg. Ich glaube, die wollen unbedingt was zu fressen, zu trinken haben. Ja, das sind sie ja endlich. Ja, endlich, ne? Ja. Ja, kommen Sie zurück. Langsam. Wo steht das denn hier? Langsam, noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut. So.
Fahren Sie mir nicht auf den, an, fahren Sie mir bloß nicht auf meinen Traktor. Gut, also, bis denn, tschüss. Danke nochmal. Ja. So. Jetzt kann ich hier mal gucken, ob das irgendwie geht. Ich weiß halt nicht, warum das nicht geht. Ich habe keine Ahnung hier. Billy, geh weg. Billy will nicht weggehen. Gut, ich werde mal gucken, wo ich das Wasser loskriege und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Tipps habt, wo welche Trigger sind, was ich tun muss, wie ich das tun muss, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis Samstag. Tschüss.